Code Drago, brauchst eigentlich einen neuen Personal Trainer. Oke ist ja nicht mehr so greifbar. Das muss wirklich aufhören, doch. Nö, also ich brauch keinen. Juri, du kommst immer als Zweiter. Du verfolgst mich, wenn dann, ja? Du kommst immer als Zweiter. Jedes das Mal. Das muss aufhören. Jedes Mal. Das. Juri, wirklich. Jedes Mal kommst du als Zweiter hinterher. Das auch noch hinterher. Dienstag, da. Wirklich. Ja, richtig. Was hast du da eigentlich an? Schon. Ja, die tuscheln schon. Absolut richtig. Juri, du kommst immer als Zweiter. Ja, verfolgt ihr wen? Okay, das Beste kommt zum Schluss, sagt der Amerikaner doch, oder? Na klar, na klar. So, komm, geh dein Auto ummelden, mein Freund. Wirklich. So, hey Kate, bist du doch unter den Fest gewachsen oder wie sieht das aus? Verfolgst du Menschen oder? Nee, der Hallo, kommt immer als Zweites, der verfolgt mich, wenn dann, ja? Einmal in Ruhe ins Bienen gucken. Du darfst Harriet auch Hallo sagen, da? Die steht da nicht als Dekorationskugel um so rum. Harriet. Hi, Kate. Du stalkst die doch nicht, ich. Ja, danke, danke, Kate. Hallo. Danke, danke. Hallo? Lieber dir, dass du sagst. Das hatten wir doch nein, besprochen. Nein, nein. Nein. Nimm den Stalker mal wieder mit. Ja, danke, Kate. Habt ihr mal ein bisschen im Griff, das ist auffällig. Ja, ich versuch's ja. Marcus hat sein erstes Lied auf Bounce gemacht. Ja. Ist ja nicht sein erstes Lied. Echt? Also die Stimme, großartig. Ne, auf Scratch war ja schon. Achso, auf Scratch. Ja, da bin ich. Ja, er ist auch gewechselt. Gibt ja Gründe für, ne? Echt? Warum? Ja, Bezahlung ist eindeutig nicht besser, so wie sie es am Anfang behauptet haben und Ja, aber da hat doch auch hier Maeve was mit zu tun, ja. Und ich weiß nicht, also viel kam da ja nicht, ne? Also, weiß jetzt nicht. Ja, aber ich glaube, da hat Maeve auch. Ich glaube, Maeve ist da auch mit bei diesem. Naja, die war irgendwie ja, CFO oder sowas. Ja, und die ist halt komplett behindert, die ist auf den Kopf gefallen, die Alte. Ja, findest du? Hab ich die jetzt nicht kennengelernt, aber okay. Meinst du? Ja, kenn die jetzt halt schon ein paar. Hey, Take! Du, ich hab direkt den ersten Kunden wieder für dich, da wird sich gleich jemand melden, ja? Ach, sehr geil! Ja, gerne. Hall, den kennst du wahrscheinlich noch nicht. 50 Jahre alt, rennt einmal um den Block, ist nicht so fit und möchte gerne fitter werden in seinem Alter. Ja, nice. Meldet sich bei dir. Alles klar, wird lustig. Supi, bis morgen, Jake. Hier hat gerade einer in den Vorwärtsseite über ein Auto gemacht. Lilo. Oh Gott, ja, okay. Wie sportlich, Respekt. Ciao, Jake. Bis morgen. Ciao. Der Sandro trägt lila, ne? Also das so Lied ist wirklich, also ich liebe dieses Lied, bin ganz ehrlich. Das ist das einzige Lied auf Scratch, was ich mir anhöre. Dafür habe ich die App. Ja, dann holt doch Sandro auch nach Bounce. Nee, das wird nicht funktionieren. Warum? Nee. Kennst Sandro, oder? Kennst du Sandro? Ja, ist einer von den O'Neill-Idioten. Ja. Das wird nicht funktionieren. Voll im Business. Von den Rancho-Omas. Die habe ich auch noch nie gesehen, ne? Ich habe am Anfang Oma Inge mal gesehen. Mit ihren Anhängen, aber ich kannte nur den Namen von Oma Inge. Wer sind ihre Anhängen? Die sind also die anderen Omas. Die sind am Anfang mit hier den Paletti wegen da ausliefern gefahren und so. Oh. Ah, hab ich die kennengelernt. Ich bin Oma Inge, Dreher krumme Dinger. Genau das. Brauchst du die Nummer von einem Personal Trainer? Macht gut, ihr beiden, was dann, ja. Juri, mach's es auffällig. Ciao. Beatno. Nee, ich bleib bei Oak. So, ich brauch ja von Oak nicht viel. Gut. Das ist ein Trainer. Hallo nochmal. Hi, Leonora. Ich hab noch was vergessen, dir zu sagen. Ja. Morgen ist ja Bahama Mamas. Bist du da? Also, ich bin morgen wach. Ja. Allerdings deutlich später als sonst. Ja. Und ich weiß noch nicht, wann ich aus dem Haus komme. Okay. Also theoretisch ist ja bis 23 Uhr Bahama Mamas. Mhm. Ich habe theoretisch vor, da mit dir hinzugehen oder beziehungsweise okay, ja. Und. Wenn ich überhaupt Zeit habe, ich muss gucken, ich arbeite eigentlich bis 23 Uhr. Ja. Ich habe einen neuen Personal Trainer gefunden. Und du gehst auch ganz gerne joggen. Ja, also ich war eine Weile nicht, aber warte. Jake? Ja, genau. Genau. Okay. Und wenn du Bock hast, nehme ich dich entweder mit. Morgen, weil wir haben morgen wieder ein kurzes Training tatsächlich. Ja. Oder gib dir einfach mal die Nummer weiter, wenn du Bock hast, einen Personal Trainer zu haben.
Also der macht das echt super. Ich glaube, ich habe seine... Wann macht ihr das denn morgen? Morgen 23.30 Uhr treffen wir uns. Okay. Aber ich nehme dann meistens Dom mit. Ah. Nur, dass du Bescheid weißt. Ja, ich weiß nicht. Also es klingt jetzt komisch, aber ob ich, wenn ich nicht bei dir mitkomme, theoretisch einen männlichen Personal Trainer haben dürfte, in Anführungsstrichen. Ja, ich weiß, was du meinst, deswegen lade ich dich ja zu meinem Training mit ein, weißt du? Ja, okay, verstehe. Ich würde sagen, ich rufe dich einfach mal an morgen, wenn ich wach bin. Dann machen wir das so. Ja, okay, super. Danke fürs Bescheid sagen auf jeden Fall. Bis morgen. Ciao. Ja. Oh. Ah. So. Wenn, das so, wenn du so einen Muskelkater hast, ne, vielleicht solltest du einfach keinen Sport mehr machen, ne? Ja, ich. Wow. Ich mach den Sport, ja, damit ich nicht mehr so viel Muskelkater von ein bisschen Sport kriege, ne? Hab halt jetzt lange. Ich dachte, du machst immer fleißig. Ja, ich war auch echt fit. Und Dom kriegt mich morgens manchmal auch um 6 aus dem Bett für Sport, aber wenn das halt nicht regelmäßig ist, ist halt kacke. Deswegen gestern Sport, für morgen Termin wieder vereinbart mit Jake, also alles tippitoppi. Tippitoppi. Tippitopp, der Rück, tippitopp, immer zu. Tippitopp, der Wasserhahn, das ist einfach kalt. Oh Gott. Wirklich. Ich kenne zu vielem einfach irgendwelche Lieder, ne? Vor allem heute ist ja der zweite, was ist das? Richtig, Karneval, ne? Richtig. Würde ich auch definitiv damit, ja. Naja, und da habe ich halt auch ein Lied, ne? Polka, 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 vom Ring bis an die. Kennst du es nicht? Nee. Oh mein Gott. Bin ich so der Karneval-Typ. Ich auch nicht. Na klar. Stell mir das richtig vor. Du auf dem Karneval. Was denn? Großartig. Bist du voll dabei? Ja, klar. Ja, siehst du? Sag ich doch. Oder wenn ich jetzt, wann dann? Ja, das kenne ich sogar. Deine Tore, große Männer. Das ist der Sport der Zeit. Das kenne ich sogar. Das oder ist der Kenner. Das ist immer dabei und so. Das kenne ich auch. Aber dann hört es auch schon auf. Landet unvergadet Ziel. Ist das nicht wunderbar? Ja, so werden ganz wunderbar. Komm, wir feiern den EM-Pokal, wenn ich jetzt wandern. Ja. Wenn ich hier, sag mir wo und wann, wenn ich hier, wer sonst, es wird Zeit, komm, wir nehmen das Glück in die Hand. Ja, krass, schön, oder? Schön, ja. Schön. Also wirklich. Ah, guck mal. Neuer Beschluss. Ist ja klasse. Ach, guck mal. Traffic Law Verstöße werden jetzt wieder gelöscht. Traffic Law. Sind nochmal Traffic-Law-Verstöße. Wenn du zu schnell gefahren bist. Also. Zum Beispiel. Unfall selbst verschuldet. Also du verschuldet quasi. Nee, ich verschulde mich nie. Ach Gott. Was denn? Nix. War wieder so eine Anspielung auf dein Talent, ja? Nee, tatsächlich
schulde ich mich nicht in irgendwelchen Traffic Laws. So. Achso, okay, na gut. Dass du da wieder was anderes reininterpretierst, ist halt, ne? Ja, pff. Ich habe auch noch keinen Traffic Law, bin ganz ehrlich. Ja, nö, ich auch nicht. Hat man mich nie erwischt. Ja. Deshalb wurde so viele Unfälle bei Austrago. Ich brauche gar nicht so viele Unfälle. Ja. Ich habe 2 Unfälle gebaut bis jetzt. Das heißt, jedes Mal irgendwie offensichtlich KP drin. Der großartig. Achso, ja, dann 3. Achso! Ja, einmal den, wo du so Angst hattest, weil wir ein Schild umgefahren haben. Das werte ich jetzt mal kurz als Unfall so. Ja. Ja, und dann die beiden Male mit KP. KP, ja. Ja. Wird man eh. Wirklich. Ja. Ich find's auch nicht gut, dass er nicht einmal Tschüss gesagt hat. Ja. Ich finde auch einiges nicht gut. Hätte wenigstens Brief mir hinterlassen können, so weißt du. Mhm. Oder hätte mir wenigstens mich anrufen können noch. Mhm. Ich hoffe, er kommt mich mal besuchen. Nee. Macht er nicht. Warum sollte er mich nicht besuchen kommen? Weißt du da nicht? Na doch, weiß ich. Ich war ihn besuchen. Ach so. Hm? Wo wohnt er? Rate ich dir nicht. Warum? Hat seine Gründe, Drago. Ja, okay. Hat seine Gründe, du tust, als wäre ich ein Monster. Nee, nicht du. Wild und frei. Kölle. Ahoi. Oh mein Rette Gott. Rette sich, wer kann da? Ach ja, was denn? Oh Gott, wirklich. Das ist aus deinem Mund, Drago. Das ist wirklich, also wuff. War solider. Ja. Warum das denn? Ach, nur so. Weiß ich. Alles gut. Oh Mann. Mama, Olivia. Mama, Olivia. Jetzt wird's aber richtig wild. Kommt gleich noch Laila? So gut erzogen. Das ist nicht mal gelogen. Cordula grün. Guck mal, jetzt könnte man halt denken, ich bin ein kleiner Dulli, ne? Wieso? Weiß nicht, weil ich gerade so singe halt, weißt du? Was genau an Singen ist jetzt Dulli? So dunkel, als ich durch große Forscherstraßen ging. Ja, großartig. Da war ein Wirtshaus, aus dem das Licht noch auf dem Gehsteig schien. Ich hatte Zeit. Und mir war kalt, drum trat ich ein. Großartig, jetzt wird's gut. Da saßen Männer mit braunen Augen und mit schwarzem Haar. Und aus der Jukebox erklang Musik, die fremd und südlich war. Als man mich sah, stand einer auf und lud mich ein. Griechischer Wein, so wie das Blut der Erde, komm, schenk dir ein. Und wenn ich dann traurig werde, liegt es daran, dass ich immer träume von daheim. Du musst verzeihen. Griechischer Wein und die altvertrauten Lieder schenk noch mal ein. Denn ich fühl die Sehnsucht wieder in dieser Stadt.
werde ich immer nur ein Fremder sein und allein. Und dann erzählten sie mir von grünen Hügeln, Meer und Wind. Dim, 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 dim. Von alten Häusern, jungen Frauen, die alleine sind. Und von dem Kind, das seinen Vater noch nie sah. Sie sagten sich immer wieder, irgendwann geht es zurück. Und das Ersparte genügt zu Hause für ein kleines Glück. Also wenn ich das ganze Lied jetzt singt, warte mal. Und bald denkt keiner mehr daran. Ja, schön, danke Drago für die Unterhaltung. Wie es hier war. Das finde ich gut. Finde ich gut. Ach, guck mal. Wenn man vom Teufel spricht. Griechischer Wein. Wenn man vom Teufel spricht. Und soll das Blut der Erde kommen, schenkt dir ein. Und wenn ich dann traurig werde, liegt es daran, dass ich immer träume von daheim. Du musst verzeihen, griechischer Wein. Frag mich. Und die altvertrauten Lieder schenk noch mal ein. Denn ich fühle die Sehnsucht wieder. Ja, Dom, mach sie durch. Löse ihn von seinem Leid. Ja, guck mal, ich habe ihn noch nicht so schnell rennen sehen, den Mann. Was ist denn da los? Sein Ding. Ja, zack, ist er weg. Wahnsinn. Ja. Hey, Elliot. Ach, so funktioniert das. Was denn? Der hat mich jetzt hier 40 Minuten lang belästigt. Hätte ich das gewusst? Hast du einfach nur eine Waffe hättest ziehen müssen? Ja, richtig. Verdammt, ich bin echt nicht auf die Idee gekommen. Hätte ein Messer auch gereicht. Das habe ich nämlich, ja, das habe ich zufällig da immer. Aber hast du ein Messer? Ach, frag nicht. Nee, frag nicht. Ich habe Probleme aktuell. So, ja schön. Ja. 40 Minuten. Großartig. Gott, das war Folter. Sehr schön. Bedankt. Du hättest auch gehen können, also. Nee, das ist nicht so einfach. Geh, das ist wirklich nicht so einfach heute, Dom. Kommt wirklich. Wieder? Oh Gott, bitte nicht. Okay, warte. Da, komm wieder. Mit einem Auto. Oder jetzt erscheint das Auto hier. Oh, hier sind ja noch Leute. Ach, oh nein, hallo. Drago, bitte wirklich. Nee, das hat mir... Krass, wie geht's euch? Hab euch ja ewig nicht gesehen, ne? Ja, Drago, stell dir vor, ich war gerade jemand, der hat genauso ausgesehen wie du und hat irgendwas gesungen. Nein! Wirklich? Hat Harriet original, wirklich. Lang. Nee, ich muss sagen, nur 10 Minuten. Die ersten 30 Minuten waren voll okay. Ach so. Ja. Die ersten 30 Minuten waren okay, danach wurde es schlechter. Ja, danach wurde es schlechter, er hat angefangen zu singen. Hallo, also ich meine, das meinte das, ne, also ich weiß nicht, warum der gesungen hat, aber der hat bestimmt gut gesungen, ne? Ja, aber 1A Singstimme auf jeden Fall. Harriet, wie findest du eigentlich unsere Firmenbeleuchtung? Hab's ja auch, ich hab schon gefragt, ob man die klauen kann, ich hätte sie mitgenommen, aber es geht nicht mehr. Nein, du kannst aber in Palito, hat jetzt ein 24/7 Palette Store aufgemacht, da kannst du die Lampe kaufen. Wollte ich seit 2 Tagen schon hin, rate, wer nicht geschafft hat, seit 2 Tagen nach Palito zu kommen, um da mal reinzukommen. Ja, richtig. Dumm. Ja, und ich, richtig. Ach ja, Mensch, stopp. Ja, dann wollte ich gerade sagen, dann lass uns doch jetzt einfach mal dahin fahren. Großartig, auf Wiedersehen. Tschüss. Okay, ich glaube, wir fahren da doch nicht hin. Ich hab das Gefühl, wir fahren da doch nicht hin. Ich glaube, das war ein Witz. Was? Was? Warum nicht? Ihr könnt doch da hinfahren. Weil du gerade... Ja, das könnt euch einen Bohrer kaufen. Überhaupt? Ja, Dom, kauft den Bohrer. Das ist... Okay. Der ist in Palito Bay an der Hauptstraße. Kaum zu übersehen, da stehen alle Sachen, die haben. Andrago, du hast hier irgendwie so einen Doppelgänger rumlaufen, es tut mir leid. Ja, er hat eine wunderschöne Ahnung. Singstimme. Wie gesagt, ich habe ja auch wirklich wild dazu getanzt. War wirklich schön. Ja, ich habe gerade noch Aktien überprüft, deswegen war ich nicht hier. Zeit. Aktien? Gott. Von welcher Firma hast du da Aktien gekauft bei Ronex? Nee, ich war nicht bei Ronex. Ne? Das sind ausländische Aktien, Black Industries und so. Ja, ich muss weg, ganz dringend. Ja, dann viel ich Spaß. Gut. Ich eine gute nimmst, mich, nimmst du mich mit, bitte? Ja. Danke, super. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. Hätte auch sagen können, du läufst nach Palito. Ich hab neue Freunde. Hätte sagen können, du läufst? Ja, ihr habt neue Freunde. Großartig. Na, was macht ihr heute noch so? Tatsächlich, ich weiß jetzt gar nicht genau. Willst du mal mit uns in Palito-Store fahren?
Wir könnten ja mal diesen Pelito-Store ausprobieren. Ja, ich glaube, der kann jetzt nämlich gerne sein. Mhm. Nee, ich glaube, das traut er sich nicht. Ja, doch, doch, macht er, macht er. Ich hätte dir zugetraut, dass du ohne mich wärst. Bin ganz ehrlich. Ja, natürlich war ich ohne dich auf jeden Fall. Wir müssen da jetzt auch nicht hinfahren, da. Ist schon okay. Jetzt wolltest du doch nicht fahren, auch dahin. Okay. Alles gut? Ja. Ja, Ford, wie kann ich Ihnen helfen? Miss Fast. Was war ja? Ist Mrs. Er doch noch im Dienst? Mrs. Nein. Mrs. Fast, nein, Entschuldigung. Nein, nein, schon lange nicht mehr. Okay, ja gut. Sagen Sie mal aber, dass wir eine Sitzung einberufen müssen für die Justice Vibes. Alles klar, sag ich. Ja, und dann brauche ich seine Verfügbarkeiten so ein bisschen. Na klar, na klar. Die kriegen Sie. Ja, machen wir morgen sofort, ja? Ciao. Ja, alles klar. Tschüss. Tschüss. Und wie war dein Tag? Tom? Ja. Du bist nicht gut gelaunt, was ist los? Nee, ich hab nur Kopf voll. Alles gut. Oh, das tut mir leid. Wir müssen wirklich nicht hier. Ne? Wir können auch ins Bett direkt. Jetzt möchte ich erst mal wissen, wie dein Tag war und warum der Typ schon wieder da war. Oh Gott. Ach ja, da war ja noch was. Ja, Tag hat sehr schmerzhaft angefangen. Wir haben festgestellt, dass, Sport war. Ja, wir müssen morgen wieder einen Termin für Sport. 23.30 Uhr, das hatte ich. Sehr schmerzhaft. Dann tatsächlich hat das Taxiunternehmen endlich mal wieder gearbeitet. Das heißt, ich kam zur Arbeit, ohne laufen zu müssen. Das war super. Diesmal musste ich mich auch von der Haustür aus abholen lassen, weil normalerweise laufe ich immer bis vor an die Straße, ne, damit die da nicht hinten in diesen Wendekreis und so. Aber heute nicht. Heute dachte ich mir, nee, komm bitte bis an die Haustür, danke. Dann stand ich das erste Mal vor den Treppen im DOJ und das Büro ist ja ganz oben und ich dachte mir so, nee, lauf diese Treppen heute ein einziges Mal hoch und ein einziges Mal runter. Sonst dazwischen ist nicht heute. Ja, hat natürlich nicht funktioniert. Wurde sehr belächelt, weil ich sehr lange brauchte heute für diese Treppen jeweils. Aber wie gesagt, Herr Beck hat immer auf mich gewartet, war super nett. Wie kam diese Geschichte zustande? Warte, lass mich ganz kurz ausholen. Also, da wir heute relativ wenige Termine hatten, beziehungsweise Termine abgesagt wurden, wollte ich, weil ja auch meine Jobbeschreibung war, ich soll Denver die Stadt zeigen und auch den Norden und so, wollten wir eine Tour auf dem Mount Chiliad unternehmen. So. Damit fing es an. Das heißt, ich habe mein Motocross ausgepackt, habe uns auf dieses Motocross gesetzt und ich stelle fest, so, da ist ja wirklich nicht mehr viel Benzin im Tank. Und meine noch so zu ihm, ich hoffe, wir schaffen es bis zur Tankstelle. Aber ansonsten habe ich einen Tankkanister immer im Motorrad unter dem Sitz. Ja? Das ist kein Problem. Fahr wirklich los, wir kommen über die erste Kreuzung und der Sprit ist leer. Das war schon mal Nummer 1. Ja? Denver musste sehr hart lachen. So, dann suche ich diesen Tankkanister. Stelle fest, scheiße. Da war kein Tankkanister. Gut, das heißt, wir stehen da irgendwie so, weiß nicht, 100 Meter vom DOJ entfernt. Ja, also wir konnten noch drauf gucken. Mitten auf der Straße, auf der Kreuzung. Und das Benzin ist leer. Super. Ja, super. Super, richtig schön. dann wollte ich Alice Auto Repairs anrufen. War die Leitstelle nicht besetzt. Okay, gut. Denke ich mir, rufst du jemanden an, von dem du weißt, dass er da arbeitet und fragst, warum die scheiß Leitstelle nicht besetzt ist. Ich Tate angerufen. Er gefragt, warum die Leitstelle nicht besetzt ist. Sagt er, Günni sagt, die ist besetzt. So, okay. Dann wollte ich auflegen, wollte die Leitstelle anrufen, weil ich natürlich lieber mit Günni telefoniert hätte. Hat Tate wieder natürlich 50 Mal gefragt, was ist denn? Was brauchst du denn? Ja, wir können auch aussteigen sonst. So, habe ich gesagt, ja, pass auf, hier ist wirklich geschäftlich. Ich bräuchte halt mal einen fucking Tankkanister zu der und der Kreuzung. Ist wirklich dringend, wir stehen hier mitten auf der Straße, kannst das organisieren, hier, Alice Auto Repairs, er arbeitet halt da, was soll ich machen? Er sagt, ja, kein Ding. Macht er. Schickt jemanden. Warte, wer kommt. Ja. Warte, wer kommt. Also wirf einfach mal einen Namen in den Raum und die sagt, was richtig ist. Na, er selbst. Nee. Das wäre noch besser gewesen. Bin ganz ehrlich, das wäre besser gewesen. Dimitri. Höchstpersönlich, komm vorbei und bring mir meinen scheiß Tankkanister. Für Schnucki, hat er extra gesagt. Für Schnucki. Ja. Oh, das ist ja wirklich billiger geworden. Okay. Aha.
für dich billiger. Echt? Ja. Und eine Sitzbank. Okay, okay. Mhm. Wand, Pokal, Schlafsack. Nice. Oh, wir können campen gehen, Mann. Sehr großartig. Vielleicht habe ich schon ein Zelt und einen Schlafsack. Ein Schlafsack? Alles fertig. Ja. Naja, muss ich mir selber einkaufen. Tut mir leid, du hast mir schon nur eingegeben, Mann. Großartig. So, jetzt können wir campen gehen. Sehr schön. Cool. Nicht mega. Weil erstens sieht man endlich mal, was Paletti eigentlich so auf Lager hat. Und zweitens muss man nicht ständig zu Paletti hin und die belästigen für so einen Scheiß. Aber hier keine Lagerfeuer. Großartig. Perfekt. Was das andere hier nicht kaufen können. Fühl mich gut. Ich bringe gleich noch Geschenke für dich. Apropos nicht kaufen können. So. Kommt fucking Dimitri vorbei, um Schnucki, ich sag's immer noch mal wieder gerne, einen Tankkanister vorbeizubringen. Ja? Dann zieht mich Dimitri natürlich auch noch ab und will dafür $500 haben, die ich nicht dabei habe. Deswegen zieht er den Chick-Chastis ab und will von dem $500 haben. Hm. Großartig, war wieder eine gute Kombination, wirklich. Kleinen Moment. Ja. Ja. Ja, 50%. Es kommt davon, kommt es auf die Stimme an, die Tonlage. Das ergibt ja. Nee. Also dann sollte man leider korrigiert auf 0. Also das ist ja. Hä? Ich bin verwirrt. Nee. Ja auch. Bis morgen. Mit Stimme und Tonlage? Frag einfach nicht. Frag doch, einfach doch, ich hab gefragt. Nicht. Doch, doch. Ach, warum? Ich hab schon gefragt, ist schon zu spät. Herr Drago wurde heute unten angerufen und wurde von einer Männerstimme gesagt. Pass auf dich auf. Ja, ich wiederhole, Männerstimme. Ja. Ja. Er fragt gerade nach mir, sag mal, hast du mich mit unbekannt angerufen und gesagt und mir gesagt, ich soll auf mich aufpassen? Und Nami fragt noch, war es eine Frauen- oder eine Männerstimme? Und er sagt eine Männerstimme. Oh, ja. Aber war das eine verstellte Stimme? So mit Stimmwörterin? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Warte kurz. Und jetzt hat Nami dich gefragt, ob sie eine männliche Stimme hat. Ja, ja, okay, ja. Verstehe. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, Harriet. Ich habe nur eine ganz kurze Frage. Frag nicht warum. Ja. War das eine verzerrte Stimme mit Stimmverzerrer? Nein. Okay. Warum? Direkt wegdrücken, bevor er warum fragen kann. Großartig. Gut. Ich hab dir ja von dem Anruf erzählt, ne? Mhm. Mhm. Haben wir immer noch nicht drüber gesprochen, ehrlicherweise. So, also ich wäre fertig. Wir könnten zurück. Was hast du denn alles gekauft? Alles. Ein Schlafsack. Das war's. Echt? Ich dachte, du wolltest ein paar Lampen kaufen. Ah, stress mich nicht. Oh Gott. Ich meine ja nur. Muss mir erstmal entscheiden, wo die hinkommen, welche Farbe die haben müssen und so. Ja, hier siehst du alle Farben. Ja, ich weiß, ich kenne die Farben. Ich hab ja noch damals bei Roy gekauft. Aber ich muss erst mal gucken, wo die hinkommen sollen und so. Ja, ja, ja. Naja, wo waren wir? Ach ja. Abgezockt. Aber immerhin konnte ich dann das Motorrad wieder ein bisschen füllen und zur Tankstelle fahren. Wir haben es dann natürlich nicht auf den Mount Chiliad geschafft, weil dann neue Termine reinkamen. Hm. Obwohl wir uns eigentlich schon verabschiedet hatten in den Feierabend. Aber egal. So, das ist aber nicht das Ende der Geschichte. Die Geschichte wird viel besser. Ich habe das natürlich nicht auf mir sitzen lassen und habe Tate gesagt, Tate, ganz ehrlich. Ja, $100 für den Tankkanister sehe ich ein. Den Rest bezahlst du. Hat Tate natürlich wieder nicht eingesehen. Hat er gemeint, ich soll mal vorbeikommen, kann mir das ja abholen. Ach nee, warte, dann bin ich erst hingefahren, wollte ihm das sagen. Und, Nami? Hast du eine Power Surge als Dienstfahrzeug? Ja, wieso?
Ja, gut. Also, ja, weil es hier vor dem Büro rumsteht. Ja, ja, ist meine. Also, ah, ja. Ja, perfekt. Bring mich mit dem Ding nicht um. Du, ich hab das Ding schon über eine Woche. Lebe noch. Ja, das ändert nichts an meiner Aussage. Nee, ja, ist großartig. Ich liebe das Motorrad. Ja, ich habe auch eine Power Surge. Ich weiß. Na, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Ja, gut. Nee, dann alles gut. Ist tatsächlich mein Dienstfahrzeug. Ja, perfekt. Und Nummernschild machen wir über schwarz bei einem schwarzen Fahrzeug. Na klar. Das wurde mir nicht angeboten. Außerdem ist das nicht schwarz, das ist dunkelgrau. Aber egal. Okay, gut. Ciao. Dann, schönen Abend noch. Tschüss. Oh, wow. Ach, verdammt. Mann, das killt voll die Geschichte. Ich bin da hingefahren, zu LS Auto Repairs. Wollte mich beschweren, ja? Hm. Warum so toll, wie er einen Kunden schickt, statt jemanden, der da arbeitet. Und fahr da hin und dann ist er schon wieder wirklich, also, ja, nennt mich die ganze Zeit Schnucki, macht mich doof an und so weiter und so fort. Und ich sag ihm 50 Mal, hör auf mich Schnucki zu nennen, nicht weiter Schnucki. Und dann habe ich sogar von Günni, ja, weil der so frech war zu mir, von Günni höchstpersönlich, der meinte, ach, weißt du was, hau ihn doch einfach. Eigentlich von seinem Chef quasi die Erlaubnis, beziehungsweise sogar die Anweisung bekommen, ihn einfach zu hauen. Da habe ich ihn auf die Bretter geschickt, zusammen mit der anderen Kollegin zusammen, weil er zurückgeschlagen hat natürlich wieder. Die dann meinte, man schlägt keine Frauen und ihm erstmal voll in die Fresse gehauen hat. Lager da und dann bin ich wieder weggefahren. Ja, dann hat er mich natürlich noch ein paar Mal angerufen, was das denn soll. Und dann habe ich ihm noch eröffnet, dass er mir noch 500 Dollar schuldet. Und die habe ich mir jetzt tatsächlich auch wieder geholt. Also, ich habe ihn heute auf die Bretter geschickt und mir 500 Dollar von ihm geholt. Und dann steht er da. Ich weiß nicht, ob du ihn zwischendurch gesehen hast. Der war ja zwischendurch tatsächlich bei euch irgendwie nebenan an der Straße und hat da Autos repariert. Nee. Achso, nee, ich habe ihn nicht gesehen. Er hat mit John geredet. Ja, genau. Er hatte da diesen komischen Blazer an, mit diesen Herzchen drauf. Ja. Und dazu nur so eine Herzchenunterwäsche. Also er hatte nur eine Unterhose an und diesen Blazer, sonst nichts. Er steigt natürlich aus dem Auto aus und meint, guck mal, Schnucki, hab ich extra hübsch gemacht für dich. Ich dachte wirklich, Alter, ich schlag dich hier mitten auf der Straße wirklich gleich wieder, mit Zeugen. Wirklich. Also, nee. Nee. Der Mann macht mich wirklich sauer. Wirklich sauer. Ja. Ja. Er kriegt noch seine Konsequenzen. Super. Ansonsten, das mit Allison habe ich dir schon erzählt. Ach ja, dann hatte ich ja relativ viel Feierabend, so um 21:15 Uhr. War ja sehr seltsam. Und habe mich dann noch mit Freunden getroffen. Tatsächlich, die waren auch sehr überrascht und meinten, oh mein Gott, ich meine, an dich ist ja aktuell schwerer ranzukommen, als ich brauche einen Präsidenten, ja. Ist ja du am Arbeiten? Ich meine, ja, ich habe halt feste Arbeitszeiten, was soll ich machen? Und wurde auf einen Junggesellenabschied eingeladen. Und hab uns für morgen wieder ein neues Training organisiert. Falls ich morgen laufen kann. Aber er wollte ein bisschen Krafttraining machen und weniger laufen. Ja. Kommt auf die Nacht an, wenn du morgen noch laufen kannst, ja? Hat ja ein bisschen was versprochen. Mhm. Ja. Hab Jake einen neuen Kunden besorgt. Vielleicht eventuell auch eine neue Kundin. Mal schauen. Dann mich tatsächlich irgendwie 40 Minuten lang mit Drago beschäftigt. War wirklich, also bis er angefangen hat zu singen, war es eigentlich ganz schön. Muss ich zugeben. Schon echt lange nichts mehr irgendwie mit Drago gemacht. Aber das Singen war dann, griechischer Wein war wirklich das Beste, was er bis dahin gemacht hat. Wirklich das Beste. Also ihr habt schon nur das Allerschönste mitbekommen, bin ich ganz ehrlich. Ach scheiße, steht natürlich, nein. Das Motorrad noch bei euch. Egal. Wird schon keiner klauen. Nö.
Und bei dir sonst? Liebling? Ist gut. Liebling. Okay. Eine graue Schicht hat hier. Ist auch okay. Oh, fuck. Was denn? Mir war gerade schwarz vor Augen. Oh nein. Alles gut? Ja, geht so. Warum der Kopf weh. Hatte vorhin vielleicht einen Autounfall. Was wolltest du mir wann sagen? Jetzt gerade. Als du mich gefragt hast, wie mein Tag war. Was passiert? Ich bin zur Arbeit gefahren. Hm? Und jetzt wollte ich das. Und ich bin hier oben über Richmond Glen gefahren. Mhm. Weil das schneller geht. Mhm. So, und dann kurz vor Prakovic's Haus ist ja diese richtig doofe, wo du nicht einsehen kannst, ob jemand kommt. Mhm. Also von beiden Seiten. Mhm. Ja. Ich hatte Gegenverkehr. Hm. Den habe ich gesehen, als er in mir drin war. Warst ein bisschen schnell und ihr auch, wa? Ja. Was passiert? Warst du angeschnallt? Ja, natürlich war ich angeschnallt. Kopf auf Lenkrad? Ja. Hast du dich untersuchen lassen? Ja, von Markus. Was hat er gemacht? Er hat die Wunde sauber gemacht und zugemacht am Kopf. Hast du irgendwie, also kannst du dich offensichtlich an den Unfall erinnern, ja? Ja. Warst du bewusstlos, weißt du das? Nein. Also, warst du oder weißt du nicht? Nein, war ich nicht. Ja. Irgendwie Doppelbilder? Bis gerade eben nicht, nein. Du hast jetzt Doppelbilder? Nein, ich hatte gerade welche und bin umgefallen, wie du gesehen hast. Ja, es ist Harriet, wo? Markus, wir kommen kurz vorbei, ja? Wir müssen ein MRT machen. Wir kommen kurz vorbei, ja. Was habt ihr? Ja. Wir müssen ein MRT machen, was ja. Ist passiert? Dom ist gerade umgekippt, ihm wurde schwarz vor Augen und hatte Doppelbilder. Nach dem Autounfall heute. Ja. Gib mal bitte einer runter. Leonora Tucker, gib mal einmal runter, bitte. Gut, bis gleich. Markus, könntet ihr einen Krankenwagen schicken, weil wir haben nur ein Auto hier. Ich kann ihn nicht fahren. Können wir einen Krankenwagen schicken? Alles klar, ja, wo? 650 zu uns nach Hause. 650, ja, ach, das bei euch oben? Bitte schnell. Harriet, das bei euch oben? Ja. Ja, gut. Gut, bis gleich. Bis gleich. Liebling. Wie geht's dir jetzt gerade? Ja, es geht so. Schmerzen? Übelkeit? Ein bisschen Kopf. Ein bisschen Kopfdröhnen, aber das war's auch gerade erstmal. Okay. Übelkeit? Nee. Schwindel? Na gut, ist jetzt gerade. Schwierig. Mhm. Bleib's auch erstmal sitzen, bitte. Mhm. Mhm. Gut, dass das jetzt übrigens erst passiert ist und nicht beim Autofahren, ja? Du hättest mir das ruhig früher erzählen können. Dann wären wir sicherlich nicht in Ordnung gefahren. Das ging doch noch. Das ist gerade keine Ahnung. Mhm. Da verwirrt dich das einfach nur eine starke Gehirnerschüttung. Und hast dich jetzt ein bisschen übernommen. Keine Ahnung. Wenn dir nochmal irgendwie komisch wird, sag bitte Bescheid, ja? Mhm. Meinst du, wir schaffen es vor die Tür?
Ganz versucht. Okay. Die stütze ich, ja? Komm mal. Als ob er das jetzt ausspielt. Mach's aus. Nein, Dom, nein. Was ist los? Was ist los? Komm her. Oh. Nein. Michi. Dom. Nein, bitte. Nee, Dom, wirklich Dom. Oh Gott. Komm, du Welt! Oh Gott, komm bitte schnell! Komm raus! Und dann setze dich sofort wieder hin. Warte, ich ruf sie mal schnell an. Gott! Er ist gerade schon wieder umgefallen, bitte! Hallo! Bitte, er ist gerade schon wieder einfach umgekippt. Ich hab mir vorhin der Musik. Ja, warte. Okay, warte, dann komm mal mit, bitte. Ja, okay. Oh, perfekt. Gut, also das war jetzt das zweite Mal innerhalb von kurzer Zeit, dass er einfach umgekippt ist. Er hat einen Autounfall, Kopfansprall auf das Lenkrad. Oh. Gerade kurz Doppelbilder, keine Bewusstlosigkeit. Ja, ja, bitte. Rot und in bitte. Ich darf rein, gerne, bitte. Aber es geht leider nicht. Ja, ne? Also, muss aufmachen. Das wäre so eine Idee. Jetzt. Komm rein, Schatz. Harry, soll ich mit hinter zu euch? Ja, ja, oder? Mach mal Zugang und so. Ich kann nicht. Wirklich. Nee, alles gut. Kein Stress. Ich mach das. Wir sind drin, fahr. So, Dom, ich leg einmal hier schnell den Zugang in den Arm. Du bleibst einfach schön auf der Liege liegen und versuchst ab und zu Geräusche von dir zu geben, damit wir wissen, dass du doch da bist. Genau, perfekt. So. Liebling, tu mir das nicht an, bitte. Flüssigkeit läuft. Pack ruhig ein bisschen Schmerzmittel rein, er hat auch die ganze Zeit Kopfschmerzen. Wollte ich gerade fragen. Dann hängen wir dir auch schon mal. Ja, ich habe schon alles abgefragt, glaub mir. Ich habe quasi schon alles abgefragt. Das dachte ich mir fast. Dom? Okay. Dom? Dom. Okay. Okay. Mein Herz. Wir sind gleich im Krankenhaus. Ja, bin noch ansprechbar? Ja, ist noch ansprechbar. Aber Dom? Ja. Also alles eingeschränkt ansprechbar, würde ich es nennen. Liebling. Bleib bitte bei mir, ja? Genau. Einfach wach bleiben. Ich bin doch hier. Ja. Perfekt. So. Warum wackelt denn eigentlich alles so? Ja, du sitzt gerade im Krankenwagen. Ist alles gut. Es sind die Hills. Oh Gott. Genau. Es ist alles gut. Der war ziemlich dunkel. Der war nicht beleuchtet. Ja, gut gemacht, Dacker. Oh, wirklich. Guter Fahrer. Gott sei Dank. Ist alles gut, Liebling, okay? Bin der Charme, mal. Wir sind auch schon da. Du bleibst einfach wach. Du bleibst bei mir. Genau. Und wir schauen uns das gleich an. So. Wir steigen erstmal gleich alle aus dem RTW ganz entspannt aus. Warte. Moment. So, jetzt. Hey. Fall heute jetzt Doppelbilder zum Bewusstlos. Dreimal ganz in kurzer Zeit bewusstlos geworden, einfach so. Okay, dann schauen wir gleich, dann bringen wir gleich an. Ja. So, ab in den Aufzug mit uns. Ich weiß jetzt gar nicht, ich wusste dir... Wartebereich. Erste. Ja, ich hab's mir gemerkt. Hey, Harry? Hey. Ja. Komm mal mit. Nein. Komm mal mit. Nein. Komm mal mit. Harry, komm mal mit. Wenn sie mich gut Komm, ich bleib bei deinem Mann. Komm mal mit, wir machen einen Kaffee. Du gehst kurz zu Marcus, ja? Okay. Komm, wir machen einen Kaffee. Für die Anästhesie. Mach das. Wie Anästhesie? Was Anästhesie? Komm. Ja, Harry, komm mal mit. Wir machen einen Kaffee. Haben Sie irgendwelche metallischen Gegenstände dabei? Wie Ohr, Ringe, Kette? Oh Gott, könnt ihr bitte schneller machen und ihn nicht einfach... Zieh die einfach aus, Mann!
Harriet! Gott! Ja! Erdgeschoss. Kaffee. Gott. Gott. Ja. Scheiße, mein, zum Glück konnte er mir noch sagen, was passiert ist. Er wollte mir erst nicht sagen, dass er... Wir sind doch rumgefahren, Mann! Komm, er wollte mir gar nicht sagen, dass er ein scheiß Autounfall hatte, Markus. Ja, dann ist er einfach umgekippt, dann hat er erst gesagt, ach übrigens, Autounfall und ja, na klar, sicher. Ja, komm mal mit. Pack mal den zwei umgekippt, Markus, Mann. Ja, ich weiß, komm. Wo Besseres kann er nicht landen gerade. Stell dir vor, wir wären jetzt im Bett, alle. Ja, stell dir vor, wir wären noch rumgefahren, Mann. Hätte mir das vorher gesagt, hätte ich ihn irgendwohin gefahren. Verdammte Scheiße, Mann. Ja. Kakao, Kaffee, Milch. Nix. Kakao, Kaffee, Milch. Den gesunden Mann hätte ich ganz gerne, wenn es geht. Kakao, Kaffee, Milch. Ich brauche gleich nicht noch einen Harriet mit einem Nervenzusammenbruch. Kakao oder so, weiß nicht. Gut. Scheiße. Da. Harriet. Was? Mann, Markus. Sekunde. Wie Sekunde? Was eine Sekunde? Nee, nicht funken jetzt. Was? So, alles gut, Funk. Ja, was denn über den Funk? Gefragt, was denn passiert ist. Auto, Kopf an Drall. Ja, ich weiß. Zu schnell unterwegs. Ich weiß. Ja, Kakao trinken. Ja. Und nicht in der Hand halten und ein paar Snacks essen, beruhigt ein. Ich geh dir noch Kaugummi holen. Ach so, da unten. Person umgeknickt. Und weiß ich. Ich ruf zurück. Leitstelle des Medical Departments, wo ist hier nur vor Ort? Ja, Information für dich, Chaka. Du bist vorbeigefahren. Er ist unter den Fitnessgeräten. Warum habe ich nicht gefragt? Der Mann hat nie Kopfschmerzen. Warum habe ich dich einfach nachgefragt, Mann? Ich habe mich schon gewundert, dass er scheiß fucking Kopfschmerzen hat. Er hat nie Kopfschmerzen, Mann. Ja, gut, tschüss. Scheiße. Check. Hätte das auch nicht früher erfahren können. Mann, dann nicht. Ach, scheiße, Mann. Ich hätte direkt hinfahren können. Gott, wir waren noch unterwegs. Auf dem Highway mit 200. Meine Fresse. Ach, wenn er da das Bewusstsein verloren hätte. Ach, Gott. Scheiße, Mann. Bitte, 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 bitte. Bitte nicht. Ich kann das nicht. Hey. Ich kann das nicht. Markus, ich kann das nicht. Hey. Ja, ich weiß, deswegen hockst du dich jetzt hin und trinkst deinen gottverdammten Kakao. Ich hab den scheiß Kakao schon getrunken, Mann. Ich hab auch schon was gegessen. Okay, dann hol ich jetzt noch einen zweiten. Ich pump dich jetzt gleich so voll, dass du in einem Kakaokoma liegst. Werd jetzt nicht zu Nami, du wirst nicht für Kilometergeld bezahlt. Lass mich einfach. Nein. Doch. Nein. Scheiße, Mann. Harriet, jemand Besseres kann gerade nicht dran sein. Ändert nichts daran, dass trotzdem... Mann. Okay, willst du dir noch mehr Sorgen machen? Ja, klar. Hau raus. Okay, ich hol das Baker jetzt zur Unterstützung. Ach, wirklich, mag es. Ja, ich... Mann. Immer die muss auch schon fertig sein. Was ist rausgekommen? Danke. Bitte. Wehe. Bitte. Ach, bitte nicht, Mann. Ich hätte einfach nachfragen müssen. Der Mann hat nie Kopfschmerzen. Verdammt, Scheiße. Warum habe ich nicht nach den scheiß Kopfschmerzen gefragt? Fuck, Mann. Ich hätte einfach nach den scheiß Kopfschmerzen fragen sollen, wirklich. Harriet, sitz. Nein, kann nicht. Ich hol dir gleich Beruhigungsmittel. Nein, ich kann jetzt nicht. Ich kann mich jetzt nicht einfach hinsetzen, Markus. Das MRT muss auch fertig sein. Das ist rausgekommen.
Wird operiert. Kann er operiert werden? Gibt auch fucking Hirnblutung, die man nicht operieren kann. Wird. Marcus. Ja. Denkst du, ich höre die ganze Zeit, ich lasse mir das ganze Prozedere im Funk durchgeben? Warum nicht? Weil ich die damit nur störe und denen die Zeit klaue, während die funken können, die nicht arbeiten. Ich vertraue auf meine Frau und ich vertraue auf meine Kollegen, die dazu dritt drin stehen. Weil es dein Mann ist und ich gesagt habe, alles da rein. Reicht das? Das ist nicht gut. Nein, das ist gut. Nein, es ist nicht gut, dass keiner was sagt. Sie hätten schon längst, wenn nichts wäre, hätten sie längst hochkommen können und sagen können, Harry, jetzt alles das gut. Das ist was anderes, dass da was gemacht wird, das hätte ich dir von Anfang an sagen müssen können. Könnte zumindest... Ah, komm. Schick mal die... zumindest, Gott, hast du zugelegt. Muss man sagen, Tom muss mir Sport machen. Gut. Da. Da. Gib mir mal kurz eine Sekunde. So. Hallo, Honigmelone. Als ob er das jetzt ausspielt, der Sack. Dann kriegst wirklich? Du noch eine Atemmaske drüber. Mein Gott, wirklich. Perfekt. Den scheiß Atemmaske so. Jetzt, wenn ich überventiliere. Bieberchen ans Finger. Ah, perfekt. Fuck, Mann. Also doch, wieso spielt er das jetzt aus? Wirklich, bei Gott. Warte, scheiße. Na, oh, Mann. Scheiße, Mann. Ich hatte, er hat Mann. Ach, doch wieder wach. Er hat nie Kopfschmerzen, Mann. Ich hätte was fragen sollen. Scheiße. Ach so, okay. Ah, ich hab grad Kopfschmerzen anders verstanden. Nein, er hatte Kopfschmerzen. Ja, das habe ich mitbekommen. Scheiße, Mann. Warum der Kerl nicht sein Telefon kennt? Ja. Oh, fuck, Mann. Hey, alles wird gut. Hey. Doch. Hey. Doch. Er muss offensichtlich fucking operiert werden, Marcus. Nichts ist gut. Wie viele Operationen haben wir zusammen an den gleichen Personen schon durchgeführt? Ja, trotzdem. Ja. Scheiße. So. Wie gesagt, auf fucking Hirnblutung, die man nicht operieren kann. Ha? So. Damit du zumindest in die Augen gucken kannst, ohne nach oben die ganze Zeit zu schielen. Ha, ich weiß. Aber dann hätten die auch schon was gesagt. Oder zumindest sich noch Rat dazu geholt. Oh, du kennst meine Frau. Wenn die sich unsicher ist, holt sie sich gerne Rat von mir oder jemand anderem. Und bis jetzt habe ich noch keinen. Ganz sicher sein, Marcus, wirklich. Ja. Nein. Und ja, jetzt deswegen wirklich ich, der ist falsche Zeitpunkt zum unsicher sein. Ist sie ja nicht, sonst hätte sie schon längst mich dazu geholt. Im Endeffekt steht da gerade Tucker, meine Frau, und jemand, der sehr, sehr gut im Fach Chinesisch ist. Markus, das hilft mir nicht. Vielleicht ist es einfach zu spät gewesen. Weißt du, was ich meine? Das ändert nichts daran, wer da steht, sondern vielleicht hätte man das früher machen müssen. Warum mich nicht nach den scheiß Kopfschmerzen gefragt hat? Fuck. Hey, im Nachhinein ist man immer schlauer. Ja, es hilft jetzt auch nicht, dass er zweimal aus dem Stand umgekippt ist und sich wahrscheinlich den Kopf nochmal angehauen hat. Klasse, wirklich. Er es nicht geschafft hat, ihn festzuhalten. Großartig. Also, mein Harry, der Kerl ist schwer. Wenn du den festhalten kannst, dann kriegst du einen Orden von mir. Ich weiß nicht mal, ob ich den selber unten festhalten könnte. Mike, das hilft nicht. Ich weiß, dass es nicht hilft. Aber dich jetzt die ganze Zeit hier verzweifeln zu hören, ist das auch eine Option, dich hier jetzt selber reinzufressen und das Schlimmste vorzustellen? Mal nicht den Teufel an die Wand. Hör auf damit. Alles wird wieder gut.
Wenn du weiter den Teufel so an die Wand malst, dann passiert es auch so. Und glaub mir, schon oft genug gehabt. Du willst nicht wissen, wie viele verdammte Menschen ich schon mitgekriegt habe, die ja, ist doch schlimm genug, dass der da was weiß ich was. Der Kerle wird gerade stabilisiert und auf einmal redet man mit dem und er ist gefällt in seinen schlimmsten Koma seines Lebens. Oh, Markus! Oh. Deswegen? Das war wirklich jetzt die falsche Ansage. Nein, ich will hier raus. Wo geht's hier raus? Wo ist der Ausgang? Frische Luft. Würdest du rauchen, würde ich dir was zu rauchen anbieten, aber bringt dir auch nichts. Nee. Nee, aber nee. Blaulicht bin ein Fehlentfolge. Dankeschön. Ja. Das ist hier gerade. Ja, das neue Krankenhaus ist super geil, deswegen überlege ich auch ins MD zurückzugehen. Wir müssen hier gerade leider. Unser Mann hat jetzt eine Hirnblutung ausspielen. Nun. Am Valentinstag. Großartig. Danke, Dom. Danke dafür. Ja, guck ungeduldig auf die Uhr. Es ist sehr hervorragend, Markus. Du machst das wirklich schlecht. Jetzt fragt er doch mal nochmal. Ja, komm, komm. Ja, noch eine Runde. Check. Und Runde 7. Und Runde 8. Ich bin natürlich mega witzig, aber Harriet findet das gerade gar nicht witzig, Markus. Wirklich, du bist gerade der schlechteste Aufpasser der Welt, wirklich. 10. Wirklich. Schlechteste Aufpasser überhaupt. Fugenlaufende Frau vor der Tür. Check, alles klar, alles gut, also. Bleib stehen, die sind gleich fertig. Womit, Markus, womit? OP. Was für eine OP? Weiß ich nicht, aber die zwei sind gleich fertig. Gott! Letzte des Medical Departments, wo ist hier noch was? Gott sei Dank, kann ich liegen bleiben. Großartig. Kann ich liegen bleiben. Wo? Ja. Und deine, alles gleich. Schick den RT vorbei. Ja, die haben ganz schön zu tun. Guck mal, da. Train deiner, bitte. Guck mal, die wollen gerade wiederkommen. Jetzt werden sie direkt wieder losgeschickt. Das ist ja hervorragend. Läuft gut. Oh, jetzt schnell wieder vor Markus weglaufen. Großartig. Immer perfekt. Immer versuchen wegzulaufen. Vor demjenigen, der auf einen aufpasst. Harriet? Er macht das gut! Verdammt! Er passt so gut auf. Hier war das nicht. Harriet? Verlauf mich. Nein. Was? Nicht höher als diese Etage. Ja. Willst du was zu knabbern? Nee. Kein Hunger. Kann ich nachvollziehen. Irgendwas zum Ablenken? Hast du Kaugummis dabei? Nein. Dann kau sie jetzt. Nein. Hast du einen Stressball? Nein. Wäre eine gute Idee, sich so einen zuzustellen. Oh Mann. Was machen wir mit dir? Hm?
bringt mir einfach meinen Mann heil zurück, dann ist alles gut. Der ist gerade schon, ja, nennen wir es mal, in Verpackung zu dir. Die Fracht wird in verpackt. Hm. Sobald die durch sind, ja, lasse ich dich hoch. Ich würde mal behaupten, wir schlafen heute im Krankenhaus. Bin ganz ehrlich. Gut. Bleibt der Fast über Nacht? Na, bleibt Frau Fast aber auch über Nacht. Honigmelone, seitdem es Baker gibt, hatte ich auch nur diesen, dieses eine Mal Beinbruch. Und die 23 für die Leitstelle? Nur einmal Bein gebrochen, Rippen gebrochen hatte ich mir, ne? Stimmt, Rippen gebrochen hatte ich mir. Es musste dann zwar operiert werden und zwar ein zweites Mal, aber sonst habe ich mir auch nichts getan. Und hab bitte. Ich hab keine Lust, dass du jetzt gleich am nächsten Bett landest daneben. Wenn er hier bleibt, lande ich auf jeden Fall im Bett daneben. Bleibt er über Nacht? Er bleibt definitiv über Nacht, Markus. Der hat eine fucking Hirnblutung, ist zusammengeklappt. Natürlich bleibt er über Nacht, Mann. Harriet. Ja. Woher weißt du überhaupt ohne, naja, Diagnostik, was er hat? Ja. Symptome? Und dadurch, dass er operiert wurde? Vermutung. Irgendwas musste ja operiert werden? Alles nur Vermutung. Ja. Trotzdem, wenn er zweimal mir zu Hause umgeklappt ist, bleibt er hier zur fucking Überwachung, Mann. Ja, im Endeffekt war gerade die Aussage, muss abgeklärt werden. Ich wäre auch für da lassen, weil dann hätte ich nämlich gesagt, bringt ihn in das scheiß große Zimmer, denn seine Frau will noch daneben. Richtig. Das war nämlich mein Plan. Kannst du dir gerne sagen, dass die Frau ihn sicherlich nicht mit nach Hause nimmt, sondern er hier bleibt? Wo sollen wir alle schlafen denn? Hey, Hambo, Dambo, Dadadadadi. Was mit Dom? Es fängt genauso schön in die Früh. Nach Autounfall. Hat er ausgespielt, die Sau. Man will um spätestens 12 im Bett sein, im Pustekuchen. Ja, richtig. Dachte ich mir auch gerade. Wir gehen jetzt schön entspannt ins Bett und auf einmal kippt der Mann um. Und sagt, oh, mir war gerade schwarz vor Augen. Hatte heute einen Autounfall übrigens. Großartig. Wirklich. Wirklich. Ja, Mann. Kriegt er zurück. Sag euch. Jetzt kriegt er zurück. Warum würfelt er jetzt hier? Gott, wirklich, Markus, du kannst das wirklich schlecht. Ah ja, Lower. Höher oder tiefer, Harry? Ich habe jetzt keine Lust zu spielen. Warte, ich hab's doch gerade erzählt, Mann. Hör doch mal zu. Da. Ich bin aber tatsächlich auch jemand, der in anderen Chats immer Fragen stellt und dann kurz weghört, weil er irgendwas anderes macht. Und dann feststellt so, scheiße, jetzt habe ich gar nicht auf die Antwort gewartet. Mach das genauso. Ja, Funkloch. Klar. Bin gerade durch den Tunnel gefallen. Wenn er jetzt ausspielt, dass nachdem er operiert wurde, er jetzt nicht wach wird, ne? Rast dich aus. Na, bisschen beruhigt. Nee. Warum dauert das jetzt so lange, wenn du sagst, er war quasi eigentlich schon fertig? Die wollen den wahrscheinlich aufwachen lassen, mit dem sprechen, wie es ihm geht. Du kennst es doch, das Prozedere. Hm.
Es fühlt sich nach scheiße zäh an, wenn man auf der anderen Seite ist, Markus. Ich weiß. Ich weiß.